natürlich auch die ganzen Clubs und alle Menschen, die mit Basketball in Österreich zu tun haben, investieren. Wir haben die größten Events, die man zum Beispiel im 3x3 Basketball haben kann, nach Österreich geholt. Die U17 Europameisterschaft in 3x3 in Wien in diesem Jahr und dann die Weltmeisterschaft der Herren und Damen 2021 in Wien. Ein großartiges Event, ein großartiges Ereignis für uns. Auch eine Bestätigung unserer Arbeit, eine Bestätigung dessen, dass der Weltverband, also die FIBA, dass wir bei denen wieder auf der Landkarte sind und dass sie sagen, ja, die machen eine tolle Arbeit, denen vertrauen wir. Denen vertrauen wir solche Events, solche Ereignisse an. Wir werden natürlich alles, was in unserer Macht steht, tun, um das hier aufzuklären, natürlich auch den Club zu unterstützen. Wir sind mit allen relevanten Stellen in Verbindung. Wir sind Partner vom Playfair Code. Das war für mich selbstverständlich, dass wir diese Mitgliedschaft von unserem Vorgänger, also von der Vorgängerliga, übernehmen und mit ihnen zusammenarbeiten, dass wir hier Aufklärungsarbeit betreiben. Graz ist ein ganz wichtiger Standort für uns. Graz ist eine tolle Stadt mit tollen Menschen, mit tollem Basketball, mit einer unglaublichen Basis. Hier wird tolle Arbeit geleistet in allen Bereichen, von allen Vereinen und auch vom Landesverband. Und dafür kann man sich nur wirklich herzlich bedanken. Graz ist, wie der Michael Fuchs schon sagte, die zweitgrößte Stadt Österreichs. Wir wollen hier und in ganz Österreich Kinder zum Sport und speziell zum Basketball bringen, Jugendliche zum Basketball bringen, natürlich auch Erwachsene. Wir wollen den Sport hier entwickeln, wir wollen ihnen in dieser Sportart eine gute und nachhaltige Zukunft geben. Und wenn dann solche Dinge vorkommen, wenn dann sowas passiert, ist es für mich völlig unerklärlich, wie Menschen sowas wirklich sabotieren, muss man schon sagen. Das werde ich nie verstehen. Ich habe dafür noch keine Erklärung, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist für mich natürlich komplett neu. Wir werden sicherlich auch dann intern in den nächsten Tagen und müssen natürlich auch, muss man ehrlicherweise sagen, müssen die Ermittlungen abwarten. Das ist ein schwieriges Verfahren. Wir können uns auch nicht einmischen, wollen uns auch gar nicht einmischen. Müssen wir abwarten, werden uns natürlich intern auch beraten. Und mit den Clubs natürlich auch beraten, wie wir mit diesem Thema auch in der Zukunft umgehen werden und umgehen müssen natürlich.